This is an ordinary TV video game. This is Vectrex, the only video game system with its own video screen. Ist der Retro-Kompott mit der Vectrex-Schau. Guten Abend, liebe Retro-Menschen. Ich begrüße Sie zur Vectrex-Schau. Hallo und heute tatsächlich mal wieder richtig live. Nicht live on tape. Und jetzt kommt auch direkt der Beweis. Ich lese jetzt aus dem Chat vor. Inso ist seit 9 Monaten mit einem Abo dabei. Danke. Ja, danke, Inso. Schön, dass du seit 9 Monaten mit einem Abo dabei bist. Hallo, da sind wir wieder, da bin ich wieder. Die letzten beiden Sendungen waren ja aufgezeichnet. Hallo, lieber Onkel Olli, schön, dass du auch da bist. Sag doch mal Bescheid, wenn ihr auch dabei seid. Ich habe schon wieder einige Abmeldungen erhalten. Unmöglich, aber vielleicht sind ja noch ein paar Leute da, die man so kennt. Der Jungwolle, Tachchen, hallo. Ja, da bin ich wieder und Marc vor Kosigan ist da. Hallo, Marc. Oh, und Ralf ist dabei und Jungsis Corner. Hallo, schön. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ja, was gibt es hier heute zu sehen? Wie immer, eigentlich nicht wie immer. Ganz kurz, das Konzept ist eigentlich folgendes. Hier wird ein EU-Spiel gespielt, also ein Spiel, das EU-weit für die Vectrex erschienen ist. Und dann wird in der Regel Hardware vorgestellt und danach spiele ich ein Homebrew-Spiel für die Vectrex, für eine Konsole, die dieses Jahr 40 Jahre alt wird. Tja, was ist hier heute los? Ich habe es nicht geschafft, die Hardware vorzubereiten. Heute gibt es keine Hardware zu sehen, dafür habe ich aber ein Homebrew rausgesucht, das mehrere Spiele beinhaltet. All Good Things heißt das. Oh, und der Benjamin ist da. Ich sehe richtig gut und erholt aus. Vielen Dank, ich bin auch wirklich erholt. Bin heute wie immer montags abends ein bisschen müde, aber ich bin richtig, richtig erholt. Ja, das ist der Benjamin übrigens, der letztes Mal eine Zeichnung beigesteuert hat. Also ihr könnt auch den Benjamin auch hier nochmal loben, wenn ihr mögt. Der hat ja richtig schön mich an der Vectrex gemalt. Danke nochmal, lieber Benjamin. 120% weniger Falten. Naja, vielleicht ist es auch nur das Licht, das heute irgendwie hier so ein bisschen anders ist. Mal sehen. Ja, worum soll es heute gehen? Um Rip-Off. Das ist eines der beliebtesten Vectrex-Spiele, basierend auf einem Arcade-Klassiker, der damals dann schon ein paar Jahre alt war, von 1979, glaube ich, von Cinematronics. Und wurde umgesetzt für die Vectrex in einer recht ansehnlichen Version. Es gibt Leute, für die ist das Lieblingsspiel. Ich weiß nicht so genau, ob das bei mir der Fall ist, aber ich habe es auf jeden Fall schon länger zwar nicht mehr gespielt, aber ich habe meistens relativ lange dran gespielt. Das gucken wir uns doch gleich mal an. Rip-Off ist zu zweit ein echter Hit. Das klingt doch schön. Die Zeichnung von Benjamin, lieber Olli, kannst du in der letzten Folge dir angucken. Relativ am Anfang, da habe ich darauf hingewiesen und habe diese Einsendung von Benjamin gezeigt. Wie immer findet ihr die Folgen auf YouTube, wenn ihr die nochmal angucken wollt. Okay. Rip-Off. Schauen wir uns gleich einfach mal an. Heute habe ich eine besondere Multicard drin in der Vectrex und zwar eine von Jason Knob. Knob? Wie spricht man den wohl aus? Bestimmt nicht Knob. Ihr könnt es mir im Chat ja sowieso nicht schreiben. Und Ralf Kornmann, nämlich der kommt nämlich aus Deutschland, die haben eine Multicard mal erstellt, die Super Vectrex Multicard heißt die, glaube ich, die relativ
viele, sehr, sehr viele Spiele beinhaltet und dafür recht günstig ist. Die bekommt man aber nur in der Facebook-Gruppe und nur, wenn Jason mal wieder neue erstellt. Wenn ihr da mal Interesse dran habt, wenn ihr das jetzt gut findet, dann solltet ihr tatsächlich in die Vectrex-Gruppe gehen, die ich auch immer hier schön verlinke. Und das mache ich jetzt auch mal. Hier schreibe ich jetzt in den Chat und ansonsten gibt es ja immer die Shownotes. Und dafür werde ich jetzt mal so die üblichen Sachen hier mal reinkopieren. So, gleich habt ihr es. Cop heißt der. Stimmt, wie komme ich denn auf das N? Cop. Jetzt habe ich den ganzen Chat weggemacht und ich weiß gar nicht mehr, was hier noch so steht. Okay, nur Quatsch. Gut, habe ich den Chat auch nochmal gecheckt. Nun denn, diese Multicard, die stelle ich euch heute nicht vor. Die hätte natürlich irgendwie die Hardware sein können, aber das habe ich, wie gesagt, nicht vorbereitet. Das machen wir wann anders. Dann geht's doch direkt erstmal hier zum Spiel. So sieht die Packung aus. Bei mir ist die ein bisschen lediert. Und das ist die Cartridge. Im Hintergrund seht ihr das Overlay, das Original-Overlay. Oh, der Live ist da. Hallo, lieber Live. Schön, dass du auch heute dabei bist. Wir spielen heute Rip-Off. Und ja, man sieht hier gerade auf der Glitter-Drehplattform Rip-Off mit dem Overlay im Hintergrund. Und gleich dürft ihr noch mal kurz die Packung, glaube ich, begutachten. Da war ich, glaube ich, ein bisschen optimistisch beim Film. Live schreibt, für dieses Spiel 79,99 € zu zahlen ist ein Rip-Off. Ja, könnte man so sagen. So, da sehen wir es nochmal. Also für dieses Spiel in diesem Zustand gebt ihr bitte nicht 70 € aus. Gut, so sieht es aus. Jetzt gehen wir, also es gibt ja Leute, die gucken diese Sendung angeblich nur für die Anleitung und deswegen schauen wir uns dieses Mal an. Oh nein, ist das schon gespoilert. Wir fangen ganz von vorne an. Klappt ja super. Ja. Rip-Off. Ich muss hier ranrücken. Das ist mal wieder sehr klein. Na? Ich habe mir hier heute alles ein bisschen verbaut. Rip-Off. Skrupellose Weltraumpiraten plündern die Treibstoffdepots ihrer Expeditionsflotte. Sie haben die Aufgabe, den Gangstern ihr schmutziges Handwerk zu legen. Ihr schmutziges Handwerk zu legen. Die Rip-Off-Steuerung. Rip-Off kann von einem Spieler mit dem eingebauten Steuerpult gespielt werden. Mit einem zusätzlichen Steuerpult können zwei Spieler gleichzeitig spielen und sich gegenseitig unterstützen. Die Funktionen beider Steuerpulte sind identisch. Und zwar... Nach rechts dreht ihr Schiff, also mit dem Joystick, da steht es keine Überschrift, nach rechts. Dreht ihr Schiff im Uhrzeigersinn, nach links. Dreht ihr Schiff entgegen dem Uhrzeigersinn. Jetzt die Knöpfe. Rotate left, dreht ihr Schiff entgegen dem Uhrzeigersinn. Zweiter Knopf, rotate right, dreht ihr Schiff im Uhrzeigersinn. Ihr seht, das ist eine alternative Steuerung dann. Thrust, bewegt ihr Schiff vorwärts. Fire, strahlt Laser gegen die Piraten. So wird gespielt. Anzahl der Spieler, das kennen wir doch in- und auswendig. Wahl des Spiels. 16 Spielversionen stehen zur Wahl, die sich in der Anzahl der zu bewachenden Brennstofftanks unterscheiden und darin, ob ihr Schiff, die Piraten oder die Laserstrahlen um den Schirm rotieren können. An der einen Seite hinaus, an der gegenüberliegenden wieder hinein. Habe ich nicht verstanden. Trotzdem gibt es eine Übersicht, in der man sieht, was wie rotieren könnte. Das Spiel. Ihr Piratenzerstörer erscheint rechts auf dem Bildschirm. Bei zwei Spielern erscheint ein weiterer Piratenzerstörer links. Die Brennstofftanks sind im Zentrum. Die Piraten können von überall her erscheinen, um die Brennstofftanks zu stehlen. Steuern Sie Ihr Schiff entweder mit dem Joystick oder mit den Knöpfen 1 und 2. Fahren Sie vorwärts mit Knopf 3. Und strahlen Sie Laser gegen die Piraten mit Knopf 4. Sie können die Piraten zur Not auch durch Rammen außer Gefecht setzen.
Aber dann müssen sie warten, bis sie einen neuen Piratenzerstörer erhalten, um wieder einsatzfähig zu sein. Das Spiel ist zu Ende, wenn alle Brennstofftanks gestohlen sind. Man kann also dieses Spiel nur verlieren. Die Piraten. Es gibt 6 verschiedene Typen. Jeder neue Typ, der erscheint, ist schneller und listiger. Lustiger. Und sie greifen auch an. Bei einem Spieler erscheinen zunächst 2 Piraten des ersten Typs. Sind sie abgewehrt, kommen 2 Piraten des zweiten Typs und so fort. Bei 2 Spielern erscheinen 6 von jedem Typ und zwar immer 3 gleichzeitig getroffen werden. Wenn sie getroffen werden oder einen Piraten oder das zweite Schiff bei 2 Spielern rammen, verschwindet ihr Schiff. Nach kurzer Zeit erscheint ein neues von rechts. Bei 2 Spielern erscheint das Ersatzschiff des linken Spielers entsprechend von links. Die Wertung. Ja, es gibt unterschiedliche Punkte je nach Pirat. Bonus. Nach Abwehr aller 6 Piratentypen kommen sie auf die Bonusebene. Wenn auf jedem Schirm Bonus plus 10 Punkte erscheint, bekommen sie 10 Punkte extra für jeden abgewehrten Piraten. Nach weiteren 6 Piratengruppen erscheint Bonus plus 20. Der Bonus steigt weiter nach jeweils 6 abgewehrten Piratengruppen. Rekord. Solange das Gerät das kennen wir zwar, aber es ist zu schön. Solange das Gerät eingeschaltet und die Rip-Off-Kassette eingeschoben bleibt, wird das jeweils höchste Ergebnis, der sogenannte Highscore, gespeichert. Es erscheint auf dem Bildschirm. Wenn Sie auf den Reset-Knopf, Rückstellknopf, am Gerät drücken, wird das Gerät ausgeschaltet oder die Kassette entfernt, schaltet das Highscore-Gedächtnis wieder auf 0. Das ist übrigens ein klasse Passwort, Highscore-Gedächtnis. Neues Spiel. Für jedes neue Spiel drücken Sie einen der 4 Knöpfe am Steuerpult oder den Reset-Knopf. Ja, das hätten wir uns gedacht. Das ist also die Anleitung zu Rip-Off und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Doch zuerst schaut euch doch mal an, was ich hier für ein schönes Frame-Overlay wiederbekommen habe von Ralf. Es ist wirklich so genial. Von Ralf bekomme ich nach wie vor Post. Und zwar zum Beispiel dieses Frame-Overlay, aber auch dieses. Na, geh mal an. Dieses Rip-Off-UV-Overlay habe ich bekommen. Und das ist wieder ein besonderes Overlay. Man sieht zwar hier die Farben grün oder gelb-grün und blau, aber die Vektoren werden eine andere Farbe haben. Ihr könnt ja schon mal raten, welche das sein könnte. Und wir schauen direkt mal rein. Warte mal, wo habe ich meinen Controller? Da. Jungvolle, ohne diesen Highscore-Text könnte ich nicht einschlafen. Ja, mir geht es auch so. Ich lese mir den noch jeden Abend durch. So sieht das hier gerade aus. Ich denke, man kann es erkennen. Und dann schauen wir mal. R wie Rip-Off. Es war ein bisschen leise alles. Ihr hört ja gar nichts. Mysteriös, oder? Oh ja, ich werde das UV noch kurz runterdrehen. Bei mir sieht es hier ganz wunderbar aus, aber das machen wir doch vielleicht mal so. Ist es besser? Könnt ihr ja gleich mal sagen. Gut, also hier bewegen wir uns. So kann ich mich voran bewegen. Und schießen. Dafür ist es ein bisschen leise wahrscheinlich, ne? Ich muss wieder reinkommen hier, die richtigen Einstellungen finden. Frame aus und UV an. Ich könnte auch einmal den Frame versuchen, nochmal runter zu regeln. Wobei, den habe ich schon, glaube ich, ganz runter. Warte mal. Ne, ein ganz bisschen ging noch. Es kann aber auch hier in dem Licht liegen. Heute ist alles ein bisschen anders eingestellt. Ich probiere mal rum. Macht auch einen Unterschied, ne? Sogar einen gehörigen.
Seht ihr mich nur nicht so richtig? Vielleicht könnt ihr es nochmal drehen. Es ist nicht nur verpixelt, sondern wenn man jetzt so guckt, dann sieht man, dass da richtig so ein Rauschen ist. Ja, und unscharf. Okay, ich arbeite noch weiter dran. So, wir machen jetzt mal, was machen wir? Wir machen mal hier aus. So. Je dunkler es im Raum ist, desto besser. Das ist doch schon mal gut. So, jetzt gucke ich mal, wie es aussähe, wenn ich den ausmache. Das macht gar keinen Unterschied. Danke, live. Live schreibt, ich sei immer scharf. Das ist schön. Das macht jetzt gar nicht so einen Unterschied, würde ich sagen. Nee. Dann drehe ich UV, mache ich UV mal aus. Dann sieht es so aus. Und jetzt drehe ich UV mal richtig runter. Ah, jetzt ist es wieder zu runter gedreht. Dann seht ihr gar nichts. Tja, ich brauche wohl neue Kameratechnik. Ich kann es total aufdrehen, aber dann seht ihr wahrscheinlich kaum was vom Spiel. Nicht so gut. Ja, ich probiere noch ein bisschen rum, Olli. Aus möchte ich nicht machen, das ist mir zu dunkel. Lieber hell. Es wird ja immer interessanter. Oh nein, okay. Was ist es, wie ist es denn jetzt gerade? Ich gucke nochmal. Das macht jetzt gar keinen Unterschied, oder? So ist okay. Gut, dann bleiben wir jetzt mal im Okayen und Guten, wie ich hier gerade sehe. Dafür ist der Ton jetzt aus. Jetzt sieht es bei euch echt gut aus, bei mir nicht. Aber macht ja nichts. Ah, der schöne Ton. So ist okay, gut. Alles klar. So, dann wollen wir mal unsere Treibstofftanks hier retten. Oh, die können wohl schießen, wenn was verpasst. Also dieser penetrant nervende Ton im Hintergrund, oh, der wird höher, je mehr Treibstoff geklaut worden ist. Das setzt einen natürlich dezent unter Druck. Nein! Du Schande. Da gibt's Kamikaze. Aha, Bonuslevel. Toll. Haut ab! So, einen haben wir noch. Nein! Okay. End. 1360. Na gut, den werden wir ja wohl nochmal knacken. Ich guck mal, was ihr geschrieben habt. Sich in der Mitte aufzuhalten, ist tatsächlich nicht zu empfehlen. Ja, habe ich irgendwie jetzt auch gemerkt. Ich werde mich jetzt weiter am Rand aufhalten. Aber wild rumschießen ist zu empfehlen, weil manchmal trifft man einfach. Und das kostet ja nichts hier. Hey!
Ich habe den Eindruck, die kommen immer von dort, wo man gerade nicht ist. Also jetzt müssen die von unten kommen. Und jetzt von oben. Ja, stimmt, nicht immer. Nein. Oh. Finger weg von meinem Kram hier. Oh, oh, oh. Ihr könnt gerne mal Tipps in den Chat schreiben, falls euch irgendwas einfällt. Zum Beispiel konzentrier dich und hör auf zu reden oder so. Nein! Boah, schlechter als eben. Mal sehen, was wir hier für schöne Tipps haben. Du machst das schon sehr gut. Ach, das ist ja auch lieb. Dankeschön. Das ist ein Top-Tipp. Ja, das frage ich mich auch. Warum habe ich jetzt weniger Punkte? Besser zielen und ausweichen. Ah, okay, Benjamin. Ich habe eigentlich bewusst ein bisschen schlecht gezielt. Ich probiere es mal mit besser zielen. Ja. Olli, wenn du vorhin aufgepasst hättest bei der Anleitung, dann wüsstest du wahrscheinlich, dass ich vorhin einfach viel wertvollere Dinge abgeschossen habe als eben oder so. Mal sehen. Diesmal will ich ja besser zielen und nicht nur so schlecht. Nein! Oh nein! Das war doof. Den hätte ich doch kriegen müssen. Das verstehe ich nicht. Wie können die, wann können die schießen? Ey! Oh. Ah. Ah! Jetzt bin ich zufällig gegen den Reset-Knopf gekommen. Schade, es lief nämlich auch gerade nicht so gut. Och, das gibt's doch nicht. Komm, 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 komm. Ach, die können wirklich schießen. Jetzt habe ich's verstanden. Okay. Also es gibt einige, die können schießen, einige Gegner, Piraten. Noch nein, Mist. Ach so, ja stimmt, wir können ja die auch rammen, um sie abzuhalten. Lernte ich ja. Hier so zum Beispiel, komm, komm, hat nicht geklappt. Lass meine Dreiecke in Ruhe. Okay. Habt ihr das verstanden, ob ich jetzt im Bonuslevel bin? Oder was ist hier los? Ich verstehe das nicht richtig. Ich habe das Gefühl, man kriegt keine Punkte, wenn man die... Wenn man durch Kamikaze die abwehrt. Na doch. Okay. Wieder Quatsch erzählt.
Nein! Ich setz mich jetzt einfach drauf. Ob ich versehentlich einen anderen Schwierigkeitsgrad anhatte in der ersten Runde? Ja, Fragen über Fragen, ne? Ich glaube nicht, dass ich einen anderen Schwierigkeitsgrad anhatte. Müsste man nochmal zurückspulen, aber ich glaube nicht. Und die Frage von Jungwolle. Wenn dich andere rammen, bist du geschädigt. Wieso kannst du rammen? Gute Frage. Steht aber in der Anleitung, man kann auch rammen und kriegt dann einfach sofort ein neues Schiff. Die Schiffe sind auch nie leer, aber das Spiel ist einfach vorbei, wenn alle Tanks aufgebraucht sind. Genau, ich verliere Zeit. Ach komm, dann machen wir doch mal hier. Ach nee. Einen höheren Schwierigkeitsgrad. Ah! Ach, jetzt weiß ich, was mit Rot. Ich kann jetzt. Nee. Aber ich kann es auch unten schießen, damit es oben ankommt. Das ist ja gut. Gut, das entspricht wahrscheinlich der Tabelle, die wir vorhin gesehen haben. Und das ist gar nicht unbedingt Schwierigkeitsgrad, sondern Konfiguration. Okay, ab jetzt plus 10. Hey, geht mal kaputt. Das ist echt gut. Aber auch ein bisschen komisch. Ach Mist. Nein. Okay, ja, war jetzt doch nicht so viel einfacher. Viel weniger Tanks, daher kürzere Zeit. Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber trotzdem ist diese... Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt... Also das gab es noch nie. Es gab es doch bei Blitz wahrscheinlich. Wir gucken jetzt nochmal in die Anleitung. Weil es so schön ist. Was sollte denn das hier nochmal? Aha, die Anzahl der Brennstofftanks ist bei 10, nämlich nur noch 4 statt 8. Und dann gibt es Unterschiede mit, was rotierend ist. Laser, Piraten oder ihr Schiff. Ich finde natürlich sehr schön, wenn alles irgendwie rotierend ist. Das wäre 8 und 8. So, und machen wir das doch mal. Mit rotierend ist gemeint, dass wenn man unten ankommt, runterfährt, man oben wieder ankommt. So ein bisschen wie bei ja, diversen Arcade-Spielen, meinetwegen bei Pac-Man oder so. Moment, hieße das dann 88 oder was? Oder 8? Nee, einfach nur 8, okay. Moment, nee. Hm, 6, 7, 8, so. Jetzt, ha, sehr schön. Jetzt fühle ich mich gleich ein bisschen freier. Das macht mich nicht besser, aber... Oh, nee, das gibt's doch nicht. Nein! Toll, jetzt ist es da in der Ecke.
Okay, diese Geschichte macht das Spiel schwieriger, weil die Piraten auch überall rum können. Und die scheinen eine hervorragende künstliche Intelligenz zu haben, dass sie mich hier so abservieren. Ich bin ja ein absoluter Spieler-Vollprofi. Ah, nein! Vielleicht hilft das, dass ich einfach so ein bisschen rumschieße. Ach komm, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Hui! 500. Ja, das ist also Rip-Off. Man könnte jetzt natürlich noch weiterspielen. Modus 8 und 16 sind die schwierigsten. Also ich würde sagen, 16 ist schwieriger, weil es weniger Treibstoff gibt. Wenn wir jetzt nochmal in die Anleitung reingucken. Eigentlich müsste doch dann 7 am einfachsten sein. Das Schiff, ah nee, nicht 7, 6. Mein Schiff und meine Laser können rotieren. Und die Piraten nicht. Das finde ich jetzt erstmal am praktischsten. 1 ist am einfachsten. Ich finde es gut, wenn ich rotieren kann, weil ich ja dann einfach eine Abkürzung nehmen kann. So. So, jetzt kann ich Abkürzungen nehmen und ich kann auch Abkürzungen schießen, aber die Piraten nicht. Gut. Bei Unfähigkeit, wie man gerade sieht, ist das egal. Es ist trotzdem schwer. Oh, Mann. Das gibt's ja wohl nicht. Zack, weg mit dir. Und mit Nash. Du bist schon weg, okay. Das ist klar. Ich glaube, das war das Bonuslevel, ne? Oder ist es immer noch, wer weiß? Schade, dass man immer nur in einen reinfahren kann und keine größere Explosion verursachen kann. Wo kam der jetzt hin? Also was ich echt beachtlich finde, ist, dass ich nicht mehr annähernd den Score kriege vom ersten Versuch. Da muss ich irgendwas anders gemacht haben oder einfach Glück gehabt haben. Ich scheine kein Fan zu sein. Ja, hey, ich habe schon wieder verloren. Das hat Spaß gemacht, liebe Freunde. Genau, rotieren bedeutet, dass die Schüsse am anderen Bildschirmrand wieder erscheinen. Torben im Blutrausch. Ja, ich glaube, es ist auch genug jetzt. Wir wollen uns ja auch noch etwas anderes angucken. Ich sehe das hier gerade auf dem Bildschirm. Ich finde, aktuell sieht das Bild ein bisschen heller aus für euch, als es bei mir aussieht. Aber schon sehr ähnlich. Ich finde, das ist ein sehr hübsches Overlay. Vielen lieben Dank nochmal an Ralf für das Overlay. Wie ihr Ralf erreichen könnt, habe ich, glaube ich, schon in den Chat kopiert, aber ich mache das nochmal extra. Wenn ihr auch Interesse habt an Overlays, unter anderem
UV-Overlays oder dem UV-Light-Tracks, den ihr hier seht mit dem Frame-Overlays, dann meldet euch doch mal bei Ralf. So. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das hier irgendwann nochmal uns anschauen. Nur nicht jetzt. Gerade schrieb mir jemand als Privatnachricht, ich habe es nur ganz zufällig gesehen, dass das mit einem Spinner auch Spaß machen könnte. Ja, das können wir uns... Ich habe einen Spinner und da werden wir uns auch gewisse Spiele dann nochmal angucken. Und ich glaube, dann ist das nochmal einfacher und anders zu steuern. So, ich baue einmal um. Das war keine Privatnachricht. Du wurdest blockiert. Alles klar. Ach, weil du Spinner geschrieben hast. Finde ich jetzt auch eine Frechheit, dass du mich hier beleidigst, Olli. Ich schätze, dass Spinner, also, dass das eine Beleidigung ist. Ja. Also, Olli, bitte zügel deine Zunge. Dann schauen wir mal, was jetzt als nächstes kommt. Nämlich das hier. Wo haben wir es denn? Nee, das hatten wir letztes Mal. Auch nicht. Wo habe ich es denn hingepackt? Auch nicht. Das ist alles vom letzten Mal. Da. All good things. Was ist eigentlich All Good Things? Das findet ihr auf verschiedenen Multicards für die Vectrex. Das kann man sich auch herunterladen im Internet. Einfach mal googeln. Link gibt es auch gleich noch. Ach, was soll der Geiz? Ich kopiere euch jetzt mal die Sachen rein. So. All Good Things. Ich mache mal das Vectrex-Wiki auf und lese kurz daraus vor. Das ist von John Donzilla und wurde 1996 das erste Mal released und dann gab es einen Re-Release 2015. Und das ist eine Compilation aus mehreren Spielen. Genau genommen aus More Invaders, aus Rockeroids, Spikes Water Balloons und Vectris. Und einem Bonus-Game, was versteckt ist. Mal sehen, ob wir uns das alles angucken. Wir fangen aber tatsächlich vorne mal an. Und bevor wir damit anfangen, baue ich hier mal kurz um. Hier am Lightrex. Hier nehme ich einmal das das Frame-Overlay ab. Und jetzt das andere Overlay. Ich überlege mal, welches Overlay wir wohl mal aus meinem Fundus nehmen könnten an UV-Overlays. Ich glaube, ich nehme mal den Mond. Den finde ich ganz schick. Den Moon von Lawrence Bennion. So. Jungwolle fragt, ob wir diesen Pong-Steuerapparat meinen. Gemeint ist ein Drehknauf oder eine Drehscheibe, die man drehen kann und damit kann man eben steuern. Am Original Pong, stimmt, war auch ein Spinner, glaube ich. Hier, Olli ist doch da, hier ist doch drin, der weiß sowas oder kann das mal schnell googeln. Ich glaube, Jungwolle, das ist es tatsächlich, das ist ein Spinner. Den werden wir auch nochmal hier vorstellen. So, ich mache das hier nur noch mal eben schnell rein. Es geht überhaupt nicht mal eben schnell. Ich muss mal aufstehen. Moment. Mal was anderes nebenbei, während ich hier dieses UV-Overlay reinfummel. Oh, das ist hartnäckig. Ihr kennt doch sicherlich die Rocky Horror Picture Show. Wusstet ihr, dass es einen Nachfolger gab, ich glaube auch von 81 oder 82, also wirklich aus Vectrex-Zeiten, Shock Treatment. Und der hat
storytechnisch nicht besonders viel mit der Rocky Horror Picture Show zu tun. Ist also kein echtes Sequel, aber ist tatsächlich echt interessant. Hat tolle Lieder, ist auch ein Musical-Film. Und ich habe den letztens mal entdeckt und geschaut. Da wird quasi Reality-TV erfunden, als es noch gar nicht gab. Und es hat wirklich sehr viele lustige Momente und wirklich interessante Lieder. Also, Shock Treatment. Und wusstet ihr, das hat damit jetzt gar nichts zu tun, aber wenn man bei YouTube eingibt, irgendeinen Filmnamen und dann Full Movie, Best Quality, dann kann man den manchmal komplett gucken, weil es keinen interessiert, weil dieser Film so wenig abgeworfen hat, dass sich niemand um die Rechte schert. Das ist auch ein Trivia, den ich einfach mal so raushauen wollte. Ja. So, dann geht's jetzt zurück auf Play. Guckt doch mal, da sind wir jetzt schon mal. Seht ihr schon mal den Mond? Bisschen habe ich hier was verschoben. Ja. Gut. Also irgendwie habe ich es heute mit der Aufnahmetechnik. Mal sehen, es rauscht jetzt schon, ne? Mal sehen. Vielen Dank, lieber Olli, für die Chat-Kommentare zu Spinnern und Drehreglern und so weiter. So, Super Vectrex Multicard heißt diese Karte, um das nochmal zu betonen. Sieht geil aus, ne? Finde ich auch. Ich habe meinen Controller natürlich wieder verlegt. Ach nee, hier. So, all good things. Nee, nicht. Oh. Sind wir sonst wo gelandet? Hallo? Bei X, 2, 3. Ah, okay. Mhm. So, wir hätten also Rockeroy zum Angebot. Machen wir gleich. More Invaders. Vectris. Und ihr seht gerade, wie sich das so langsam aufbaut. Ne? Bei mir flackert es richtig übel. Ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen. Spikes Water Balloons und Bildschirmschoner. So, More Invaders. Wir fangen an mit More Invaders. So. Was haben wir hier? Du wirkst wie mit etwas Jetlag. Ich oder das Spiel? Ja, Jetlag habe ich jetzt nicht. Da, wo ich mich entspannt habe, da war die gleiche Uhrzeit wie hier auch. Aber vielleicht habe ich gerade insofern Jetlag, dass ich ja, jetzt wieder in einen richtig längeren Arbeitstag hatte. Nach so viel Freizeit. Das kann auch daran liegen. So, weiter geht's. Ah, okay. Ah, ich merke. Ah, die Wiederholfrequenz ist auch hier furchtbar, ne? Das Spiel ist halt ein bisschen alt. Das ist noch nicht so richtig optimiert. Aber ich merke, dass ich mit meinem Controller hier nicht so weit komme. Ich nehme nochmal einen anderen. Den Skynet-Ad von Toni. So, Moment. Ich habe Outlook noch an oder so. Soll ich mal ausmachen. So, jetzt kommt er. Neuer Versuch. Thank you.
Er ist noch nicht wieder in der Heimat. Nee, ich bin noch gedanklich ganz woanders. So. By name, all good things. Jetzt aber. Wir wollten anfangen mit... Nein! Na gut, jetzt fangen wir an mit Rockeroids. Gut, Mann. Man steuert mit den Tasten 1 und 2 und schießt mit 3 und fliegt mit 4. Ah! Ja, insgesamt braucht man hier viel Reaktionsvermögen, wie ihr seht. Das bringe ich heute tatsächlich nicht so mit, aber die Umsetzung ist wirklich ganz toll. Man muss bedenken, dass es, dass die Hardware der Vectrex nicht so leistungsfähig ist wie die von Asteroids. Und klar, es ist vereinfacht, aber es ist doch wirklich sehr hübsch. Ha, jetzt habe ich es gekriegt. Ah, gut, dass man am Anfang so blinkt. Nein. Und Game Over. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr von dieser Umsetzung haltet. Ich finde, die ist tatsächlich recht gut gelungen. Ich werde noch eine Runde probieren. Ja. Ah. Mist. Das geht doch besser. Also, das Spiel sieht sehr schick aus. Dieses doofe UFO nervt genauso wie im Original. Und man, ja, hat eine steile Lernkurve, wie ihr seht. Mist. Mhm. Ist da noch irgendwo was? Achso, nee. Okay, ihr merkt, das macht Freude. Also. Oh. Gut, also alleine Rockeroids, dafür lohnt sich schon All Good Things. Wunderbar. Okay, Benjamin ist super begeistert. Geht so. Die Asteroiden-Teile gefährden dich nicht, oder? Doch, die gefährden mich auch, nur nicht dann, wenn ich gerade frisch in ein Level komme und blinke. Das ist hier irgendwie ganz gut umgesetzt, dann bin ich erstmal safe. Gut, ändert aber nichts daran, dass wir jetzt mal wieder More Invaders für Benjamin spielen werden. Es gibt für die Vectrex ein Spiel,
das habe ich mir noch aufbewahrt. Das heißt Yasi, Yet Another Space Invader. Und das ist tatsächlich ein Pixelspiel, das werden wir uns auch mal anschauen. Das ist eins meiner liebsten Homebrews, weil das so originalgetreu umgesetzt ist und dann als Pixel. Das ist wirklich was Besonderes bei einer Vectrex. Und, na komm rum. Yes. Schieß immer daneben. Ah, okay. Oh, jetzt habe ich selber zerstört. Okay, ich weiß nicht, wie sich die Geschwindigkeit noch steigert. Ich hoffe, wir sehen das gleich noch. Aber spektakulär ist es jetzt nicht, ne? Ich guck mal gleich, was ihr schreibt. Bestimmt flackert das bei euch wie blöd. Bei mir geht es eigentlich. Es ist spielbar. Und je mehr man entfernt hier, desto spielbarer wird es. Je weniger auf dem Bildschirm ist. Also fies ist eben Space Invader mäßig immer, dass natürlich hier diese Bunker, die man hat, oder diese Schutzbarrieren nach und nach ab. Sich abbauen. Ist okay umgesetzt, ja. Jetzt kommt mal Action rein hier, oder? So besonders schön ist immer, wenn der letzte da ist und dann wie ein Ball so rüber fliegt, normalerweise. Mal sehen, ob das hier auch passiert. Na, komm rum. Jetzt. Oh ja. Ob ich den hinkriege? Ja. Yay! Und von vorne. Oder? Ja, weiter geht's. Jetzt will ich erstmal sehen, ob das überhaupt erträglich für euch ist, was ihr schreibt. Da zuckt mir alles zu stark. Ja, sie ist wirklich super. Ja, die Space Invaders Gehversuche waren beschwerlich am Anfang, aber trotzdem ein zeithistorisches Dokument. Und Olli hat sich ein cooles Instrument bauen lassen. Gut, ihr habt es jetzt gesehen, das war More Invaders. Wenn euch das zu stark zuckt, dann ist es natürlich ärgerlich. Da sollte ich euch lieber gleich die Tetris-Variante zeigen. Das wird nochmal spannend. Ich schaue mal kurz, ob ich etwas im Chat verpasst habe. Nee, habe ich nicht. Okay. Gut. Moment. Das muss ich mal ausmachen. So, gut, jetzt wird spannend. Vectris. Ihr seht es schon. So, und danach wäre Spike Water Balloons. Wir machen aber tatsächlich erstmal Vectris. Benjamin, bitte guck weg. Achso, oh, das macht... Ah, okay. Warte mal, mach ich mal kurz voll hier. Schön, ne? Schon mal gut. So, wir legen nochmal los. Ja, nochmal bitte. Level 1 zu 0, 1, Score 0. Okay. Ach nee, mal. So. Okay, es ist aber fast schon zu schnell gefühlt. Ah! Es ist herausfordernd schnell, gerade mit der Steuerung, die man so zur Verfügung hat hier. Gerade. Ich glaube, man kriegt es nicht direkt angezeigt, was als nächstes kommt, ne? Och. Normalerweise hat man ja nie genug von diesen langen Dingern, aber hier ist es eher so störend, vorsichtig gesagt. Ah, scheiße. Das wollte ich vermeiden. Naja.
Oh nein! Das ist doof. Nochmal, einmal gönne ich mir noch. Es ist nicht nur so schlimm, dass es so blinkt, so krass, sondern dass es einfach auch verdammt schnell ist, anstatt dass man mal hier in Ruhe, wie das so ist im ersten Level bei Tetris, sich überlegen kann, was mache ich denn jetzt, was baue ich hier, warum spiele ich das überhaupt? Aha. So, unsere erste Line. Glaub's nicht, ey. Ah, okay. Ja, ich geb's gleich auf. Ich wette, ich kann ja gerade nicht in den Chat gucken. Ich wette, ihr schimpft, ich soll aufhören. Ich höre gleich auf, versprochen. Aber lasst mir noch ein bisschen Spaß hier. Also Spaß. Oh, nee. Ja, das war Vectris. Epilepsie im Anzug, Frohsinn ist anders. Also ich bin total fröhlich und hin und weg von Vectris. Und jetzt, weil es so schön ist, Vectris zu spielen, spiele ich es nicht weiter, einfach um euch zu ärgern. Und stattdessen spielen wir jetzt Spikes Water Balloons. Das ist übrigens ein Klon von einem Spiel, wo ich meinen Namen vergesse. Kavum, Kabum oder so. Ich guck mal kurz. Denn da. Kaboom. Ja. Ein Spiel von Activision, was man in den 80ern auf einigen Plattformen fand. Und hier muss man Wasserbomben sammeln. Wahrscheinlich, damit sie nicht explodieren. Kennen wir vom Intro? Genau, lieber Jungwolle. Das ist Spike. Das ist das inoffizielle Maskottchen. Vielleicht ja doch eher so das Inoffizielle von Vectrex. Das kennst du aus dem Spiel Spike. Und hier in dieser Homebrew-Variante wurde das einfach nochmal zu Rate gezogen. Genauso wie bei Spike Gets Squished. Ein Spiel, was wir in der ersten oder zweiten Folge oder so gespielt haben. Und jetzt aber geht es hier um ein anderes Spiel. Da oben ist Bud und ich muss diese Wasserbomben einsammeln, damit sie nicht die Erde oder den Mond erreichen in diesem Fall. Denn das wäre ja fatal. Oder? Gut, das war jetzt nicht das Schwierigste der Welt. Hallo? Nein. Ja, und sonst so? Erzählt mal. Ich glaube, im echten Spiel sind das auch tatsächlich Bomben. Im Kaboom. Hier sind es jetzt eben Wasserbomben, die man lieber einsammelt, auf den Kopf kriegt, als dass sie auf dem Boden landen. Ergibt nicht ganz so viel Sinn. Aber ich bin schon Level 3. Ah, okay. Oh, okay. Ich nehme alles zurück. Und verloren. Oh no, sagt Molly, die da oben ist. Komm, ich hab doch wohl noch ein Leben. Ja. Zwei Leben noch. Das Problem ist, man muss es offenbar mit den Haaren einsammeln, mit den Spitzen. Sonst ist irgendwie... Das gilt es als nicht gefangen.
finde, es wird Zeit für ein Extra-Leben oder so, nach so viel Stress. Okay, das ist zwar irgendwie jetzt wieder doof gelaufen. Oh, man kann auch seine Beine bewegen. Ob das einen irgendwas bringt? Das war's. Der braucht 3 Wettertaft. Ja. 20 Wasser, Bomben an den Kopf gekriegt, aber die Frisur hält. Das war also Spikes Water Balloons. Und ich glaube... Ach, das ist es, da ist es wieder. Ich glaube... Wenn mich nicht alles täuscht... Waren das jetzt alle offiziellen Spiele? Jetzt gucken wir doch mal nach dem Bonus-Game, würde ich sagen. So, das finden wir wo? List of Vectrex Game Easter Eggs. So. Dann... Es gibt einen More Invaders Bonus. Ja. Play Hidden Game. On the game select screen, hold down button 2 and press 4 repeatedly until you arrive at the hidden game of 23 matches. Okay. Oh, a nostalgic little puzzle game which will bring you back. Oh, back. The game is simple. Start with the game with 23 matches. Take 1, 2 or 3 matches per turn. Whoever takes the last match lose, it is you against the Vectrex. He can be beaten. Er, der Vectrex, kann. Gegen den kann man gewinnen. Also, das sind gleich... Ich kenne das Spiel nicht. Es sind, also wir haben hier Streichhölzer und man muss 1, 2 oder 3 nehmen. Ich schätze mal, dass ich auf einen entsprechenden Knopf drücke. Nehme ich doch mal 3. Die Vectrex überlegt und nimmt auch 3. Ich auch. Dachte ich. Dann nehme ich jetzt 2. Damit das irgendwie 3 bleibt. Das kann man doch bestimmt mathematisch optimieren. Also. So, wenn ich jetzt 3 nehme, dann nimmt er 2 und hat gewonnen. Wenn ich jetzt 2 nehme, hat er 3. Ja, ich muss 1 nehmen. Ja. Und jetzt nehme ich 1. Ach so, one match left, you lose. Ach so, ich dachte, ich gewinne, wenn ich den letzten nehmen darf. Gut, das hat schon mal nicht geklappt. So, game which will bring you back to the days of the great TRS-80s oder so. Okay, nochmal. Gut, ich habe 3 genommen. Und das spielt sich alles über dem Mond ab. Ich nehme jetzt öfter 3. Ich habe keine Lust, mir zu überlegen, was das mathematisch gerade bedeutet. So, und ab jetzt machen wir halt doch Gedanken. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, würde ich jetzt 2 nehmen, kann er 2 nehmen und ich habe verloren, also nehme ich nur 1. Ich habe irgendeinen Fehler gemacht, gedanklich. Ich finde es eigentlich ein ganz schönes Rätsel. Bin nur zu doof, gerade drauf zu kommen, was man da anders machen sollte. Vielleicht schon vorher vorsichtig sein. Oh, ich würde schon gerne jetzt spielen. Ich nehme jetzt 1. Er überlegt und nimmt auch 1. Okay, vielleicht möchte er, dass es eine gerade Zahl bleibt. Dann nehme ich doch mal bewusst 2. Nimmt er auch 2, habe ich mir gedacht. Wenn ich jetzt wieder 2 nehme, nimmt er bestimmt wieder 2.
Genau, ach, er will, dass es eine ungerade Zahl bleibt. 13, so. Gut, dann probiere ich es doch mal zu provozieren. Ich nehme mal ein. Nimmt er 3, ja, ich hätte es mir denken können. Ja, und ich glaube, an der Stelle kann ich jetzt nur verlieren. Wenn ich einnehme, kann er 3 nehmen. Wenn ich 3 nehme, kann er einnehmen. Und ja, wenn ich 2 nehme, nimmt er auch 2. Vielleicht hat er eine schlechte künstliche Intelligenz. Mal sehen. Gut. Ich schätze, dass sich dahinter irgendein Rätsel verbirgt. Und ich finde das ehrlich gesagt auch ganz süß. Und ich werde dem Ganzen nochmal auf den Grund gehen. Aber nicht hier auf der blinkenden Vectrex. 23. Es gibt 23. Ich muss immer zuerst nehmen. Und er versucht es immer so zu gestalten, dass es ungerade wird. Wenn ich jetzt ganz am Anfang bewusst 2 nehme. Wenn ich einnehme, dann. Ich mache die mal kurz doch noch 2. Also, dann sind es 21. Oh, jetzt ist er mit 20 einverstanden. Ja, und jetzt komme ich nicht mehr raus aus der Geschichte, aus der Nummer. Und jetzt haben wir das wieder. Ja, okay. Das scheint ein Rätsel zu sein, was ich an anderer Stelle nochmal lösen werde in diesem Leben, glaube ich. Gut, ändert aber nichts daran, dass wir jetzt auch mal zu so einer Art Fazit kommen sollten. Wie viele Punkte würdet ihr diesem Homebrew geben? Also, ich meine es nicht diesem einen Rätsel mit den 23 Matches, sondern diesem gesamten Spiel All Good Things. So, wollen wir es denn da nicht da? Also, wie viel würdet ihr dem geben? Ich warte auf ein paar, wenigstens ein paar Zahlen von euch. Also, wir machen das mal so. Ich habe auch Rip-Off noch gar nicht bewertet. Auf einer Skala von 1 bis 10 gibt es immer, ja, eine subjektiv beliebig ausgewählte Punktzahl, die ich dann irgendwie ein paar Stunden später schon wieder bereue. Und bei den Originalspielen ist mein Anspruch nicht so hoch. Da gibt es eher mal eine höhere Punktzahl. Bei Homebrews ist der Anspruch ein bisschen anders, weil es einfach so richtig, richtig gute Homebrews gibt. Und deswegen komme ich erstmal zurück zu Rip-Off. Rip-Off bekommt von mir, komm, dann zeigen wir das doch nochmal da. Rip-Off bekommt von mir 7 Punkte. Gehört mit zu den besseren, hat mich jetzt aber nicht so umgehauen, was auch daran liegen mag, dass ich den Two-Player noch nicht gespielt habe. Also vielleicht korrigiere ich da meine Einschätzung nochmal. Die Bewegungen waren sehr flüssig und man kann das Spiel ja sehr individuell einstellen. Das ist schön. Und es ist auch ein Klassikerspiel, was man mal gespielt haben sollte. Aber das ist jetzt so rein Geschmackssache, dass ich dem jetzt nicht 8 Punkte gebe etwa. Und für 9 oder 10, na, es wird Leute geben, die geben dem wahrscheinlich 9 Punkte, kann ich mir vorstellen. Ich hätte dann eher eine Tendenz zu 8, aber irgendwie nachdem ich es heute gespielt habe, gebe ich den ganzen 7. So, und All Good Things bekommt von euch 7, 8 und 6 Punkte bisher. Ja, von mir. Was denn? Immer noch nicht da. Da. Von mir. Ich kann mich nicht entscheiden, ob es 6 oder 7 sind. Also ohne Rockeroids wäre es wenig. Also ohne Rockeroids wäre es irgendwie alles ganz nett und mal spannend zu sehen, aber dann würde ich dem Ganzen wahrscheinlich irgendwie nur, weiß ich nicht, 4 Punkte geben oder so. 4 bis 5.
Aber Rock'n'Roids spielt sich wirklich richtig flüssig und macht auch echt ein bisschen Freude und Spaß. Deswegen kriegt das jetzt nicht nur 4 oder 5 Punkte, sondern von mir auch. Ja, 6 Punkte. Nein, es gibt keinen Gruppenzwang, 7, lieber Benjamin. Ah, hier, ich sehe auch gerade, Olli sagt auch 6 Punkte wegen Rock'n'Roids. Ja, würde ich auch so sagen. Ist aber auch spannend, dass ihr 7 und 8 angebt hier. Ja, man muss vielleicht auch überlegen, was das für ein Spiel ist. Das ist wirklich auch sehr alt. Das ist, wenn das von 1996 ist, dann könnten wir das jetzt mal ausrechnen, aber warte mal, warum eigentlich nicht? Das ist 14 Jahre. Das war wahrscheinlich die erste Homebrew-Welle, gehe ich mal von aus, für die Vectrex. 14 Jahre nach Erscheinen der Vectrex. Und dafür ist es auch wirklich gut. Und ja, Tetris muss man darauf vielleicht nicht unbedingt spielen. Und ja, es ist wirklich wichtig für die Homebrew-Geschichte der Vectrex. Das kann man wohl auch sagen. Gut, ihr Lieben, worum wird es denn nächstes Mal gehen bei der Vectrex-Show? Nächstes Mal, ich zeige mich mal hier in groß, weil ich doch so frisch und faltenfrei aussehe, wie ihr sagt. Gut, jetzt ist es auch gerade dunkler hier. Nächstes Mal geht es um ein Spiel. Warum gucke ich da eigentlich hin? Also fragt euch bestimmt mal, warum ich da hingucke. Ich habe hier direkt meine Spiele sortiert nach Alphabet und da steht nach Rip-Off eben Scramble. Scramble ist eines der beliebtesten Vectrex-Spiele. Ich mag es auch sehr gerne, das kann ich schon mal spoilern. Und das wird nächstes Mal gespielt. Das ist im Alphabet als nächstes dran. Und ich freue mich schon wie Bolle darauf. Also Scramble nächstes Mal. Homebrew schaue ich mal, je nachdem, was ich bis dahin umgesetzt kriege. Ich wollte auch mal etwas Größeres, Besonderes zeigen. Und Homebrew eben, habe ich gerade gesagt, Homebrew gucke ich mal. Ich meine, Hardware schaue ich mal. Und was das Homebrew angeht, muss ich mir auch noch was überlegen. Da wollen wir mal gucken. Olli kommt mit dem Alphabet durcheinander. Ich war doch vorher bei Fortress of Nasod. Wir waren bei Fortress of Nasod. Dann war Hyper Chase. Dann war Mindstorm. Dann war Rip-Off. Und jetzt sind wir schon bei Scramble. So schnell geht's. Nächste Woche. Genau. Und ich möchte auch nicht ins Bett gehen heute, ohne euch vorher gesagt zu haben, warum ich diesen ganzen Spaß hier mache. Diesmal mache ich es einfach mal kurz. Es gibt das Retro-Spiele-Museum in Hamburg, Horn. Dort könnt ihr an 50 Geräten aus 50 Jahren Videospielgeschichte spielen. Das ist wirklich ganz großartig. Das habe ich vor ein paar Monaten entdeckt und da bin ich sehr gerne öfter mal am Dienstag oder Donnerstagabend beim Open House zu sehen. Dort gibt es übrigens auch eine Vectrex und da empfehle ich mal vorbeizuschauen. Immer 18 bis 22 Uhr, man zahlt ein kleines Eintrittsgeld und kann sich da dann austoben, bekommt von Patrick und Robin alles erklärt. Das sind da die Inhaber. Und ja, hat in der Regel, nicht nur in der Regel, hat dort sehr viel Spaß. Ich habe dort schon sehr, sehr viele Gerätschaften gesehen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Und man hat schnell Nostalgieschübe. Ich gehe zum Beispiel gerne mal, ich bin ja eigentlich so ein DOS-Kind an 386er und installiere dann mal irgendein Spiel von Diskette oder sowas und spiele das dann dort auf dem entsprechenden Röhrenmonitor mit der entsprechenden Tastatur. Das alles auf Original-Hardware dort macht unheimlich viel Spaß. Und ja, das gibt es eben vor Ort in Hamburg. Zusätzlich gibt es hier den Retro-Kompott, das ist so der digitale Arm des Ganzen, die digitale Verwirklichung. Und es gibt hier einige andere Sendungen auch noch. Folgt doch mal auf Twitch und auf YouTube, um den ganzen, ja, um noch mehr davon zu erfahren. Und der Retro-Kompott hat auch einen ganz großen Podcast mit wirklich ganz hervorragenden Interviews, die finde ich besonders spannend. Und ja, könnt ihr euch alles mal angucken. Ihr seht hier die ganze Zeit eingeblendet unten links die wesentlichen Informationen.
War eine Knorke-Showse. Ja, vielen Dank, lieber Jungwolle. Vielen Dank, dass ihr alle wieder dabei wart. Vielen Dank auch an alle, die sich mal wieder krank gemeldet und abgemeldet haben und sagen, dass sie sich das nochmal anschauen. Schaut es euch an auf YouTube. Ich freue mich. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die nächste Sendung. Und jetzt würde ich sagen, am 32. März sehen wir uns dann zur nächsten Sendung. Ja, am 28. März. Ich habe wieder irgendwas vergessen. Erzähle ich nächstes Mal. Tschüss, macht's gut. Danke fürs Dabeisein.